Hier ist das 16. Deutsche Fernsehen mit der Minecraft Show. Wir sind wieder zurück mit einem Co-Moderator. Sag was. Hallo. Dann fangen wir direkt an, wie üblich, mit den Nachrichten. Ach ja, immer was trinken. Letzte Nacht wurde in der Was-weiß-ich-Straße Benjamin Blümchen tot in seinem Apartment aufgefunden. Er lag kopfüber auf dem Boden mit einer Spritze im Arm. Wir wissen noch nicht den Todesgrund, aber wir gehen von Tollwut aus. Wie Sie bereits sehen, ist es hier ein neues Studio. Und nicht nur neues Studio, sondern auch neue Welt. Wie Sie sicherlich noch wissen von der Einmeldung von irgendwann, der alte Server leider verloren gegangen. Aber wir haben jetzt einen neuen Kreativserver, wo wir alles schön bauen. Und wir machen mal kurz eine kleine Stadttour, wie das momentan hier so aussieht. Hier sind wir jetzt live auf der Stadtteil-Dingensbums. Und wir schauen uns jetzt mal die Stadt an. Hier ist einmal die Sekte, gebaut von der Hausherr. Ein kleines Zelt, unbedeutend und unwichtig. Hier haben wir einen kleinen Kopfgenerator-Teil. Falls man hier also Köpfe braucht fürs Bauen, kann man sich da die abholen. Hier ist der Topfene Kessel. Vielleicht kennen ihn einige aus Harry Potter. Hier versucht nämlich Sir Lorbit die ganze Winkelgasse und so nachzubauen. Hier sehen die halt eine genaue Kopie von Sir Lorbit und so. Ja, auf jeden Fall baut er halt die ganze Winkelgasse nach und so. Hier ist das Tagesschau-Gebäude, wo wir gerade drin waren. Da oben sitzt eine Kamera, warum auch immer. Ich kann Ihnen ja mal kurz die Eingangshalle zeigen, so viel Zeit muss sein. Wunderschön, oder? Hier Personal und so Sachen, oder Buffet, wo sich ein Villager dran vergreift. Und da ist das Rathaus. Wir gucken uns das mal ganz kurz an, das Rathaus. Wir gehen einmal hoch oder runter. Wo bin ich jetzt? Nochmal runter, hoch, bin ich jetzt oben? Ah, ich bin jetzt oben. Das Rathaus ist sehr verwirrend, also fick dich, Spocky. Hier ist ein Glasdach. Hier sehen Sie die Uhr. Aber wir gehen auch direkt jetzt weiter zum Abteil von der erste Groß, a.k.a. Julian. Wie Sie sehen, ist das ja wunderschön gebaut. Und da ist er ja sogar gerade. Okay, der Co-Moderator halt. Aber naja, hier ist so ein Eiswagen, schätze ich. Ist ein Feuerwehrauto. Das ist ein Feuerwehrauto. Ein Auto und Park und so. Hier entsteht das Meer von Dr. Big, soweit ich weiß. Der will einen Hafen bauen. Und ja, Luan, halt dein Maul. Das Allee, von Spunulki. Ein paar Häuser. Ein Park und mit der Kamera ist das hier. Ach, schön, hier kann man Äpfel kaufen. Ja, da ist hinten ist noch der RWE-Turm 1:1 nachgebaut von Spunulki. Sieht auch wirklich exakt so aus. Egal, auf jeden Fall wird diese Stadt noch schön entstehen und das war's jetzt einmal hier mit uns. Zurück ins Studio. Nächste Woche wird es wahrscheinlich ein Best-of-Ich geben, wo ich 10 verwende von Videos, die Spocky gemacht hat. Aber nie hochgeladen hat, deswegen werde ich diese 10 verwenden, einen Best-of machen und es wird cool und lustig auf jeden Fall für euch. Also freut euch drauf, das ist ein Befehl. Eine Einmeldung erreicht uns heute Mittag. Sie werden es nicht glauben, aber Luan stinkt. Apropos Luan, wir haben soeben die Nachricht bekommen, dass du, Luigi, aka Luan, gerade auf dem Dach von unserem Tagesschau-Studio steht und Suizid begehen wird. Wir erfreuen uns, ich meine, wir gucken mal nach, was da so passiert. Warum? Was soll ich mich dran hindern? Was ist mit dem Leben, das du vor dir hast? Was ist denn das für ein Scheiß? Was soll das? Das lese ich doch nicht in der Tagesschau vor. Oh. Okay. War das irgendwie witzig? So, jetzt schauen wir mal wieder die Nachricht des Tages. Dazu kommt der Kameramann mal wieder ein bisschen näher ran. Sehr schön. Ich suchte LOL. Da musst du die Musik jetzt einfügen, Alter. Ja, es ist wahr. Ich suchte LOL und bin Bronze 5. Ist das nicht toll? Das seht ihr keinen. Ich muss dringend nach LOL, so wie es hier auf dem Zettel steht, weil andere mich da erwarten und ich schnell weg muss gleich halt. Ja. Und ja, das war's eigentlich schon wieder für heute. Wir hören uns natürlich jetzt noch, wie üblich, den Horst mit dem Wetter an. Und ich sag schon mal, tschüss, bis zum nächsten Mal. Hier ist wieder Horst mit dem Wetter. Wie Sie schon gesehen haben, sind wir nun endlich back. Ich habe eine neue Karte, ein neues Haus und so. Und ja, fangen wir an mit dem Wetter an.
Sag auch Tschüss. 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 Benjamin Blümchen tot aufgefunden. Gestern in der... Was war das? Warum ist er weg? Keine Ahnung. Warum ist er... Keine Ahnung, wurde ich teleportiert. Okay, nochmal. Nochmal auf Position. Unser Luan, du wurdest das Band, kommt drauf und wehe, du setzt einen Gwebbel. Haben wir einen Außenreporter? Nein, Luan, geh doch weg. Ich dachte, der nervt. Du kannst nicht lassen. Luan, geh schon mal aufs Dach. Dann kannst du da gleich runterspringen. Sie, Achtung, was ist ein Stalker? Achtung. Luan, du redest jetzt mit dir selber, ob du es tun willst oder nicht. Oder soll ich den Polizei... Alter! Spring nicht! Doch. Diskutiert! Dieser Hurensohn! Nein! Das war jetzt so scheiße. Ja. Bitte! Konzentration für einmal! So, ihr müsst jetzt diskutieren, ja? Können wir nicht einen anderen nehmen? Können wir nicht die Nachricht nochmal sprechen und einfach einen anderen nehmen? Ich habe keinen Bock mehr auf ihn.